neun Spielerinnen dann mit dabei, ist man dann nach Bilbao gefahren, um dann eben unter Pandemiebedingungen sozusagen dieses Finalturnier zu spielen. Achtung, jetzt könnte es gefährlich werden. Die Bayern-Defensive ist aber da. Das ist gut gespielt. Und dann ist es drin. Es ist passiert. Führung Frank Kirby. 11. Spielminute. Da ist der FC Chelsea mit ziemlich viel Dampf und ziemlich viel Speed auf die Bayern-Defensive zugelaufen. Illestet und dann gegen die Laufrichtung von Caroline Simon. Hegering ist da auch noch da, versucht zuzustellen, aber es ist genau in die Schnittstelle reingespielt. Und auch Benkert, die zwar rauskommt, hat da keine Chance. Also das 2017 von Lin Chöping. Und jetzt die Chance Lea Schüller. Gute Ablage auf Bernstein. Oh, schade. Mensch, das war eine Sch. Ja, und dann Schüller als auch Marina Hegering mit durchgelaufen. Also dann muss die Defensive da sein. Sonst wird es brandgefährlich. Nächste Reingabe. Sandra Ziel aus der Distanz. Der ist gut. Der ist ein Tor. Was für ein Sonderschuss. 1:1 der Ausgleich. Sarah Sadrazil. Ja, bist du denn? Was für ein tolles Tor. Schauen wir nochmal rein. Kurz ausgeführte Ecke. Caroline Simon. Dann klärt erstmal Kirby genau auf den Schlappen. Und das sind, was sind das? 25? Knapp. Aber perfekt erwischt. Sensationelles Tor von der Österreicherin. Und jetzt steht natürlich relativ offen. Wieder Frank Kirby. Kerr. Und eine Karte gegen Elina Magul. Gegeben, 43. Spielminute. Brenzlige Szene, so ein G in die Mauer. Und dann der Nachschuss ist gefährlich und er findet den Weg ins Netz. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's überhaupt nicht. Zwei zu eins, also identisches Resultat. Jetzt wären wir auf Kurs, Verlängerung, und den sieht Laura Benkert nicht. Eriksson, oh, ungenau und gut aufgepasst. Linde Bernstein, die ist pfeilschnell. Lea Schüller, Lea Schüller zieht ab. Schade, gute Szene für die FC Bayern Frauen. Knapp vorbei. Lea Schüller. Aber das ist wichtig. Solche Angriffe sind wichtig. Gut aufgepasst von der Holländerin. Und dann ist ein bisschen Lea Schüller abgedrängt. Und dann kann sich Chelsea erstmal befreien. Das ist Sam Kerr. Relativ allein, bekommt aber Unterstützung. Pernilla Harder. So, und aufpassen. Kirby und Wenninger klärt. Karina Wenninger. Weiß auch, dass da in ihrem Rücken gleiche Höhe. Aber war natürlich ein brutal schnell vorgetragener Angriff. Und Jess Carter am runden Ball. Scharfe Reingabe, gefährlich. Und da ist es passiert. Das ist der Carter und dann ist Pernille Harder, die da vorne rein sprintet, nicht im Abseits ist. Ja, das sieht aus wie einstudiert. Das ist natürlich brillant gemacht, perfekt getimt. Und da hat auch Laura Benkert nicht den Hauch einer Abwehrchance. Hau, tut das weh. Reicht. Kein Zugriff auf den zweiten Ball im Moment. Sondern aufpassen. Wieder so ein gefährlicher, schneller Konter. Sam Kerr ist das. Karina Wenninger hinterher. Sam Kerr zur Entscheidung? Fragezeichen. Nein. Wow. Durchschnaufen. Zwei Minuten noch regulär auf der Uhr. Ja. Wow, wow, wow. Durchschnaufen heißt nach dieser Situation. Sam Kerr macht hier fast alles richtig.
reinschmeißen. Lina Magul mit der Ecke. Erstmal abgewehrt. Nochmal Magul zum zweiten. Flach reingegeben. Warum nicht? Tor! Den habe ich schon drin gesehen. Mann, oh Mann, oh Mann. Und Lauder. Wahnsinn. Katrin Berger verletzt. Schauen wir uns die Szene nochmal an. Da fehlte wahrlich nicht viel. Nochmal Magul. Dann Clara Bühl und oh, mit vereinten Kräften kriegen sie die Kugel irgendwie weggekratzt. Clara Bühl, Assei kommt nicht dran. Und dann noch Linda Dahlmann. Was für ist noch eine Minute, noch mehr Hoffnung für die FC Bayern Frauen. Es ist noch nicht vorbei, es ist noch nicht rum. Linda Dahlmann schaut. Und wo geht die Kugel hin? Assei! Das darf doch nicht wahr sein. Was für eine Situation. Behrenstein zentral und Assei da am zweiten Pfosten. Und dann Magul mit der Ecke. Aufpassen. Ecke kommt rein. Laura Benkert mit dabei. Linette Behrenstein kriegt nochmal die Kugel. Komm, nochmal rein damit. Das Ding. Hegering nochmal abgewehrt und nochmal im Nachgang. Boah. Ist das ein Gewusel? Schiedsrichterin lässt laufen. Bayern-Tor ist leer, weil Laura Benkert draußen ist. Und dann hört das Ganze wohl so auf, wie es angefangen hat mit Frank Kirby. Im Eishockey sagt man Empty Net Goal. 90 plus 5 und das 4:1 für die Blues. Für den FC Chelsea. Oh Mann, ist das bitter. Und das ist der Schlusspfiff. Ein Wahnsinn. Die FC Bayern Frauen verpassen, ich sag mal, hauchdünn. Ich lasse jetzt mal das Ergebnis, dieses 4:1 außen vor. Verpassen hauchdünn den Einzug ins Champions League Finale. Scheitern knapp. Weil die Chancen waren da. Die Möglichkeiten waren da. Aber gegen ein eiskaltes 4:1. Die FC Bayern Frauen können erhobenen Hauptes aus diesem Champions League Turnier sich verabschieden. Muss man wirklich sagen, großes Kompliment. Aber natürlich auch Gratulation an den FC Chelsea. Durch Frank Kirby in der 11. Spielminute in Führung gegangen.